Und Uja? Uja? Oh, Pfosten, nein! Ich wollte schon jubeln. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir mit einem weiteren Spiel vom dritten Spieltag Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Sonntagabendspiel, 17.30 Uhr, ne? Richtig, live Richtig. Auf Sky. Live auf Sky, ja, oder auf der ARD-Zusammenfassung. So sieht's nämlich aus. Genau. Bremen mit einem neuen Neuzugang, wahrscheinlich erstmals in der Startaufstellung. Johansson vom AZ Alkmaar gekommen. Schauen wir mal, was er macht. Uja bisher souverän gespielt bei Bremen. Auch viele Tore gemacht? Ja, eins. Gegen Hertha hat damit einen Punkt eingefahren. Ja. Jetzt Uja, Johansson. Das ist das 1-0 das Bremen. Wieder wie bei Bayern gegen Leverkusen. In der dritten Minute. Ach, du hast heute irgendwas gegen mich. Und Gladbach hält an seiner Form fest vom ersten und zweiten Spieltag. Das stimmt. Die Gladbacher schlecht in die Saison gestartet. Am ersten Spieltag mit einer Niederlage gegen Dortmund. Eiskalt 4-0 verloren. Das sollte man so nicht machen am ersten Spieltag. Und dann gegen eigentlich schwache Mainzer. Also was heißt schwach, aber formschwache Mainzer. Die haben gut gespielt. Ja, formschwache Mainzer. Ja, so meinte ich das. Das auf jeden Fall. Dann auch mit einer Niederlage. Boah, eins. Aber verdient verloren. Und hier setzt sich Traoré durch. Ballverlust. Da wird aber flach da hinten rumgespielt. Bremen. Abgesehen von der 3-0-Niederlage gegen Schalke, gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. Und Uja. Uja! Oh, Pfosten, nein! Ich wollte schon jubeln. Na gut. Johansson, bisher ein gutes Spiel gemacht. Jetzt den kann man mal machen. Oh. Den kann man ruhig mal so an den Pfosten setzen am leeren Tor. Ja. Der Winkel, der musste. Stand mit dem Rücken zum Tor. Oh. Stindl, der Neuzugang von Hannover 96. Aber sieht da alt aus. Ich würde mal sagen, Johansson, der Neuzugang mit einem guten ersten Spiel, ne? Gleich das erste Tor. Die erste volle Stunde. Gleich mit dem Tor. Eine gute Chance rausgespielt für Uja. Ja, so stellt man sich das da vor. Als Thomas Alchin. Das ist auf jeden Fall. Ah, er kann sich Schulz nicht. Ach, siehst du, hast du hier Hertha Schulz gleich in der Aufstellung? Ja. Ah, okay. Der gute Nico. Wieder lange Ball auf Stindl, aber Stindl kommt nicht an den Ball. Hier, der Traoré macht auch gut Dampf. Markfrede mit dem Ballverlust. Und verletzt sich da gleich. Muss sowas sein. In der 16. Minute. Weiter Ball auf Uja, abseits. Und Markfrede, liegt er danach? Oder steht er wieder? Steht wieder. Aber ist verletzt. Markfrede. Ah, muss sowas sein. Oh, Uja stört. Den hat aber ordentlich mitgenommen. Sie ist schön auf die Außen gespielt. Hermann. Hermann, der Patrick schnell. Hermann, der kann das. Zieht nach innen, setzt einen Schuss und. Ach. Den verzieht er ein bisschen. Da muss Wiedwald nicht mal was machen. Guckt da nur hinterher. Milosevic. Ja, kopfballstark ist er nicht unbedingt. Kommt der Ball nicht an. Ja, Garcia wieder. Mit einem eigentlich schwachen Spiel gegen Hertha. Jetzt Raphael. Aber trotzdem immer gesetzt. Bei den Bremern. Garcia. Jetzt wieder ja, Johansson. Setzt dem mal Vertrauen. Ja, ist noch jung, ja. Bremen mit einer eigentlich relativ jungen Mannschaft. Jetzt. Ah. Den Abgang von Di Santo muss man halt auch noch kompensieren. Mit Uja hat man da endlich einen guten Spieler. Uja. Johansson. Oh Gott, der Fehler. Stindl! Ah, Stindl. Kann da aber nichts draus ziehen aus dem Fehler. Schade. Passt aber. Tor. Und hier Form. Schulz macht ein gutes Spiel. Entschuldigung. Hier der junge Eckstein. Dem vertrauen sie auch bei Bremen. Oh, das war jetzt schlecht von Schulz. Jetzt. Bremen. Diese Saison hat Bremen. Das müsste ich lügen. 5 oder 6. Junge Spieler aus der Jugendmannschaft geholt in die Profimannschaft, das soll was heißen, ne? Ja, Bremen 2 in der dritten Liga war gar nicht so schlecht. Die spielen auch nicht schlecht, ja.
Ja, aber wenn wir jetzt von der dritten Liga reden, ne, Magdeburg. Überraschung, ja, würde ich mal absolut sagen. Oh ja. Das ist wirklich eine faustige Überraschung. Die könnten echt den Durchmarsch wie Darmstadt schaffen, ne? Zweite Liga und wenn es gut läuft, hoch in die erste. Oh, wer war das? Uca. Uca. Vergibt seine zweite dicke Chance. Ja, kopfballstark ist er. Für Lucien Favre sieht es gerade schlecht aus im Moment. Also ja, nicht, dass er seinen Trainerplatz verliert, aber für die Mannschaft. Da können wir gleich so cool mit der Champions League anfangen, ne? Ja. Der perfekte Übergang. Es sieht schlecht aus für Gladbach. Es sieht wirklich nicht so gut aus. Die einfachste Mannschaft aus der Gruppe Sevilla, da hat man in der Europa League letzte Saison beide Spiele verloren. Ja. Dann kommt. Ja, wer kommt denn dann von der besseren Stärke her? Juve? Juve? Juve, ja doch, ja, Juve würde ich sagen. Denke auch. Wobei Juve letztes Jahr im Finale gewesen. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber viele starke Spieler mussten gehen, die Saison. Ja doch, nehmen wir Juve erstmal. Von der Stärke her. Ja. Man City ziemlich stark dabei bisher. Ja, oh, das kann ja nicht, das kann ja nicht sein. Der Neuzugang, Johansson. Allmählich wird es genug, so viele Chancen zu vergeben, Bremen. Ja, das rächt sich irgendwann. Das ist echt fahrlässig. Hat man schon gegen Hertha gesehen. In der zweiten Halbzeit waren die. Ja, aber Hertha hatte auch gute Chancen gehabt. Ja, ja, klar, aber in der zweiten Halbzeit hätte Bremen eigentlich. Da gibt's die erste Ecke. Schon gewinnen können. Und der junge Eckstein. Raphael bringt die Ecke. Und schön geklärt. Und jetzt Uca. Unsere Spiele sind immer zu kurz. Es gibt nie wirklich Fouls, dass man mal einen schönen Freistoß machen kann. Jetzt haben wir wieder eine Mannschaft hier. Bremen mit einem Freistoßexperten. Gibt es keinen Freistoß. Letztens hat man Shanalulu gehabt. Da gab es leider auch keinen Foul. Das ist eigentlich irgendwie schade, ne? Das stimmt. Und Uca. Auswechsel. Uca mit der nächsten großen Chance. Ja, was will man anderes machen, wenn man sowas bei Köln gelernt hat? Obwohl, da ging es nur ums, da ging es aber nur ums Verteidigen bei Köln. Ja, ne, gut. Köln in der letzten Saison gar nicht so schlecht gewesen. Also aber man kann nicht sagen, also um Abstieg mitgespielt haben. Nee, das nicht, aber letzte Saison defensiv jedes Spiel. Und jetzt hat man da plötzlich einen Anthony Modest, der in 2-3 Spielen 5 Tore schießt, ne? Und das war schön gespielt. Also Köln dies Jahr, würde ich sagen, verkriechen sie sich nicht nur hinten drin. Ja, natürlich, mit dem Neuzugang aus Hoffenheim, da kann man schon mal was anfangen. Oh ja, das war wunderschön schön gespielt. Stindl und Wiedwald, hat er den gehalten oder war die Grätsche? Das war stark, war das jetzt Wiedwald oder die Grätsche vom Abwehrspieler? Nochmal gucken. Wiedwald. Oh, stark von Wiedwald. Ah, jetzt Gladbach am Ende der zweiten Halbzeit, ersten Halbzeit mit gutem Kombinationsfußball und holt dir ein paar Chancen raus. Jetzt gibt's die Ecke. Oh, woher kommt Wiedwald, der Fehler von Wiedwald? Fehler. Warum hat Westergaard gelb? Du hast vorhin gefoult. Das hat der Schiedsrichter aber nicht gezeigt gehabt. Faule nie. Oh, das ist eindeutig und das ist. Ziemlich eindeutig. Das ist aber nicht dem Ergebnis gerecht, würde ich jetzt mal sagen, mit einem 1-0. Das stimmt, ja. Äußerst ja, schlecht. Vielleicht solltest du bedenken, dass du einen Uca im Sturm stehen hast. Ja. Der eventuell nicht immer so wirklicher Knipser ist, ne? Wobei man sagen muss, gegen Hertha hat Uca mit dem ersten Torschuss für Bremen das 1-1 erzählt, ne? Ja, das stimmt. Nee, das mit Uca war jetzt nicht böse gemeint, aber es hat sich auf das Spiel jetzt bezogen. Das nur weil ich schwarz bin. Oh, jetzt Junusovic. Nimmt Anlauf, oh, der kann schießen. Nimmt Anlauf, wollte schießen und dann bam. Oh, Westergaard muss aufpassen, er hat schon gelb. Was war jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, Garcia wieder. Eigentlich mit einem guten Spiel, Junusovic und Ballverlust. Das glaubst du alleine nicht. Ja! Sind wir hier beim Wrestling oder was? Eckstein, der Junge. Ja, da sieht man das Alter, würde ich sagen. Und! Jan Sommer? Das passt zu Sommer.
Und das war, glaube ich, Eckstein. Der Junge. Dem man in Bremen so viel Vertrauen schenkt. Ah, ja, alles Eckstein. War, alles profitierte von dem Fehler von Jan Sommer. Es war Eckstein. Ja, aber das passt einfach zur Verfassung, das ist ganz ehrlich. Das wird keine leichte Saison für die Gladbacher. Ja. Der Start wird schwierig, wenn sie dann aus der Champions Bisher. League, wovon ich ausgehe, dass sie da rausfliegen. Ja, naja, ist so, ja. Das ist, also man soll nicht zu viel erwarten. Gladbach hat auch mit Kramer und Kruse zwei gute Spieler verloren. Ja, Kruse ist absolut ausschlaggebend. Trimmic kann das nicht kompensieren, finde ich. Nee, das stimmt. Und das sind halt so ein paar Punkte für mich, die sagen, dass Gladbach die Saison nicht viel reißen wird. Gladbach steht die Saison da, wo Dortmund letzte Saison stand. Richtig. Außer man holt jetzt noch was raus aus dem Transfermarkt, der ja noch bis Montag läuft. Das kann natürlich auch noch passieren. Was will man da noch groß holen, ne? Ja, die finanziellen Mittel sind jetzt aber, glaube ich, auch nicht so. Ja. Ja, das stimmt. Da gibt es bei anderen natürlich mehr. Obwohl, du kriegst für. Also, wen haben sie denn geholt diese Saison? Stindl. Ja, okay. Wen haben sie verloren? Kramer? Ja, aber dadurch haben sie ja die Möglichkeiten. Kramer war, glaube ich, nur ausgeliehen. Von Leverkusen. An Gladbach. Ja, Kramer war ausgeliehen. Jetzt ja, unter Fernschuss. Kramer war ausgeliehen. Wie viel hat man für Kruse bekommen? Von der Ich weiß es nicht, aber von der Saison, wie er gespielt hat, würde ich vielleicht so auf 18 tippen. 18 Millionen vielleicht. 15, 18 wäre, ja, glaube ich. Die Drehe 15 bis 20 Millionen ist vielleicht gut. Wahnsinn! Oh. Nachschuss. Das ist fahrlässig gewesen. So. Aber mit dem 2:0 die Bremer gut dabei. Ja, mein Tipp für das Spiel ist ein 2:1 Bremen. Finde ich. Nee, also mein Tipp, so wie ich jetzt spiele, ist es natürlich schlecht, wenn ich jetzt sage, dass es ein 0-2-0-3 wird für Gladbach. Aber ich schätze schon, dass es eindeutig ist. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Bremen spielt an sich eine gute Saison. Das glaube ich nicht. Jetzt Johansson! Braucht zu lange. Gut gehalten von Sommer. Braucht zu lange vom Tor. Guck dir das an, wie lange der braucht. Und dann unplatziert, das war nicht gut gespielt. Jetzt Junusovic bei der Ecke. Uca muss er suchen. Der liegt schon am Boden. Ne, hier Uca. Ballverlust. Garcia. Rennt in die falsche Richtung. Kann man schon mal machen. Und jetzt fehlt er hinten. Klasse. Super Bremen. Taktisches Verständnis. Einwandfrei. Das war schön gemacht. Und Stindl ist jetzt frei. Wiedwald kommt raus. Oh nein. Ich glaube, Stindl wollte da nochmal ablegen, aber... Hat die Ball nicht ganz getroffen? Das war wirklich grandios gespielt. Oh nein. Ja, das passt zu Gladbacher Verfassung. Hier. Ja, absolut. Chaka legt sich den Ball selber zu weit vor. Ja. Jetzt Hazard. Ja, das ist einfach. An sich die Gladbacher mit keinem schlechten Kader, aber die haben halt ihre Stützpunkte wieder verloren. Ja, stimmt. Kramer, der für Stabilität gesorgt hat, und Kruse, der Knipser. Und mit den Einfällen vor allem auch Kruse vorne im Sturm. Genau. Das siehst du aber auch jetzt bei Wolfsburg, was Kruse da leistet. Der spielt ja zwar im offensiven Mittelfeld hinter Dost, aber das ist einfach krass, was der da macht. Jetzt vielleicht nochmal Angriff hier über Uca. Der ist genauso intelligent. Ja, Stinde. Ja. Ist der lange Ball. Raphael. Ah, kommt da nicht an den Ball. Bartfrede. Jetzt schnell spielen. Uca. Braucht zu lange. Oh, das war stark gemacht von Raphael, aber. Und Fritz. Wiedwald kommt raus, hat den Ball. Schön den Ball erobert hier von Traoré. Und Bartfrede ist da. Uca. Die kommen aber auch nicht durch, die Bremer vorne. Du, das war jetzt ein wunderschöner Pass. Und Stindl. Ja, Stindl. Wiedwald kommt raus, Wiedwald.
Ja, die Gladbacher Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig. Genau wie Bremer, aber Gladbach macht jetzt Druck. Beatball mit der Faust. Und jetzt kann es schnell gehen über Uja. Der ist eigentlich schnell. Uja setzt sich hier durch. Schön durch. Uja macht es, und das 3-0. Jetzt macht er die Entscheidung. Da lässt er Jan Sommer alt aussehen. Ziemlich eindeutig, damit hätte ich nicht gerechnet. Uja guckt nochmal, überlegt, ob er rüberspielt zu Johansson. Aber macht es dann doch alleine aus Spitzenwinkel. Da Anthony. Endlich. Weiten Saisontor. Und endlich versenkt er den Ball in dem Spiel ein Tor. Da wohin gehört. Nochmal Hazard. Boom. Schade. Hatte wahrscheinlich eine Idee gehabt, da vorne Raphael ins Spiel zu bringen. Und nochmal Uja. Oh, das sah mir aber nach einer Schwalbe aus. Nee. Da hat Janschke schon Uja getroffen. Auch davon hinten, da ist geflogen. Die gelbe Karte schon. Lässt und, oh nein, das ist schade. Oh, die Abwehr ist offen. Raphael. Lukimia. Sieht Stindl. Jetzt macht er sein Tor. Und da ist der Antreffer. Wiedwald ärgert sich. Aber immerhin ein Saisontor, das erste, nee, das zweite Saisontor. Von Stindl? Für die Gladbacher, nein, für die Gladbacher. Für die Gladbacher, ja, für Stindl habe ich überlegt. Und nochmal ein Angriff von Bremen, Johansson. Und Junusovic, naja. Na, da zeigt er seine Schussqualität nicht. Aber das Spiel ist ja auch schon 90 Minuten lang. Ja. Da ist die Energie auch schon ein bisschen. Eine Intensität. Oh, jetzt kommen aber die Gladbacher nochmal. Schön gespielt hier. Und Wiedwald klärt dann. Schön von Johansson genau zum Gegner. Und da ist das Spiel vorbei. Da ist das Ende, ja. 3-1. Für Werder Bremen gegen Gladbach. Ist realistisch, kann passieren. Kann passieren. Ich bin aber eher für ein knappes Spiel, einen knappen Sieg für Bremen, denke ich. Ah, ich schätze, Gladbach wird das Ding schon machen. Aber ist endlich heimstark. Also, ja. Ich denke schon. Vielleicht, wir werden sehen, was wird. Merkt euch, Sonntagnachmittag 17:30 live im Fernsehen. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Macht's gut, Leute. Bis dann. Auf Wiedersehen.